Hallo alle zusammen, hier ist wieder Frank Fein, heute mit einer Botschaft für DHL. DHL erhält von mir diese Woche die dunkelroteste Karte, die man überhaupt vergeben kann. Ich habe nämlich wieder mal ein Paket erwartet, eine Lieferung mit natürlich schönem betonierten Zweithaar. Dieses Paket kam wie immer aus Frankreich und ist bei der Übergabe an DHL an der deutsch-französischen Grenze anscheinend verloren gegangen. Jedenfalls hat sich mein Paket 2 Wochen lang in den Fängen von DHL befunden, konnte aus verschiedenen Gründen nicht zugestellt werden. Als das Paket endlich den Weg nach Berlin gefunden hat, wurde es gefühlte 4 Tage in Zustellfahrzeug eingeladen, abends wieder ausgeladen. Der Höhepunkt war letzte Woche Donnerstag, als ich in der Sendungsverfolgung las, das Paket wird in der Zustellbasis gelagert aufgrund von Feiertagen, Betriebsferien oder allgemeinen Ferien. Welches Unternehmen macht heutzutage noch Betriebsferien? Dann, 2 Tage später, stand in der Sendungsverfolgung, das Paket konnte nicht zugestellt werden. Der Empfänger ist unter der angegebenen Adresse nicht aufzufinden. Habt ihr eine Scheibe DHL? Habt ihr keine Lust zu arbeiten? Ich verstehe es nicht. Ich rufe also bei DHL an. Warteschleife. 23 Minuten, um mir von so einer unfreundlichen Dame sagen zu lassen, ich sei eigentlich der Empfänger, der Absender müsse einen Suchauftrag schreiben in Frankreich. Ich sage, es darf doch wohl nichts wahr sein. Das Paket lagert 2 Kilometer von mir entfernt in Tempelhof, in diesem riesigen DHL-Gebäude. Oben drüber ist McFit. Und aus Frankreich muss jetzt eine Suchanfrage kommen. Ich sage, ihr habt sie da wohl nicht mehr alle. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Das Paket kam dann irgendwann an mit einem noch schlecht gelaunteren DHL-Zusteller. Naja, gut, meine Haare sind da. Wunderbar, Gott sei Dank nicht beschädigt, sonst hätte es noch richtig Ärger gegeben. Ich werde nämlich in Zukunft dafür sorgen, dass meine Sachen nicht mehr mit DHL verschickt werden, sondern mit Hermes. Hermes ist wesentlich kundenfreundlicher in meinen Augen. Ich muss es mal so sagen. Es dauert 1-2 Tage länger, bis es zugestellt wird, aber es kommt an. Es gibt an jeder Ecke einen Hermes-Shop, wo man Zins schicken kann, wenn man nicht zu Hause ist, um nicht bei den Nachbarn noch nachts zu klingeln, wenn man sein Paket haben will. Mein Hermes-Shop ist zum Beispiel gleich hier unten. Es ist so ein 24-Stunden-Spätkauf. Da kann ich auch nachts um 3 meine Haare abholen. Wunderbar. Und ein Vorteil hat Hermes für mich auch, wenn einem zwischendurch einfällt, man möchte es an eine andere Adresse geschickt bekommen, ruft man einfach bei Hermes an, die etikettieren das um und fertig ist es. Bei DHL ist alles ein Problem. Es kotzt mich langsam an. Und soweit es mir möglich ist, werde ich DHL nicht mehr benutzen. DHL, ihr bekommt die rote Karte 2015 von mir, mit mir nicht mehr.